Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder jede Menge Telefonschnipsel und jede Menge Wahnsinn in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Oh. Hallo? Hallo? Wie kann ich behilflich sein? Ich würde sagen, da hatten wir wohl wieder einen Bekannten im Telefon. Den müssten wir eigentlich am Montag auch schon in den Schnipseln gehabt haben. Der hat auch da schon angerufen und wollte sein Trading-Produkt verkaufen. Ich glaube, hier ist es wohl wieder aufgeflogen, dass er, naja, wohl kein seriöses Gespräch mit uns führen wird. Aber das Gespräch mit so einem Betrüger wird so oder so nicht seriös. Davon mal abgesehen. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipselchen. Ja, hallo. Ja, hallo, grüße Sie. Brigitte Döber am Apparat vom Top-Trade-Unternehmen. Wen möchten Sie sprechen? Also hier habe ich Karl Schaukelpimmel. Ja, Schaukelpimmel ist mein Name, ja? Genau, mein Name ist Brigitte Döber. Ich melde mich von Top-Trade-Unternehmen, ist eine Online-Handelsplattform, Online-Trading. Also wir handeln mit Forex, Bitcoins, Kryptowährungen und ganz viele andere Methoden. Guten Grund des Anrufes, Sie haben Interesse bei uns gezeigt und seit Sie Interesse gezeigt haben, für Sie ist ein Bonus reserviert auf Ihren Namen. Deshalb bin ich auch ein Hörer, Schaukelpimmel. Wissen Sie jetzt genau, was es hier genau geht? Ne, wie heißt denn die Firma? Top Trade 500. Aha, ne, sagt mir nichts, kenne ich nicht. Okay, also von Bitcoin, Sie haben schon mal gehört, oder? Ja, das sind doch die mit dieses Entenfutter, ne? Wie bitte? Das ist doch das Entenfutter, ne? Nein, also wir sind ein Brokerhaus, ein Finanzunternehmer. So, aber Sie hatten doch gesagt, hier wegen dem Bitcoin, das ist doch Entenfutter. Also wir handeln mit verschiedenen Handelsinstrumenten, so wie Kryptowährungen, Bitcoins, Rohstoffe, Gold, Öl, Silber und so weiter. Also da kenne ich mich nicht aus. Genau, also Sie haben überhaupt gar keine Erfahrungen in diesem Bereich? Nee. Okay. Jetzt ist die richtige Zeitpunkt, dass Sie mit uns Erfahrung sammeln können. Und zwar, dass wir momentan eine Promotion am Laufe haben und neue Kundenakquise gestartet haben. Wir haben vorbereitet für unsere Neukunden 100%igen Bonus. Damit Sie die Möglichkeit haben, uns nur mit dem Bonus auszutesten, 4 Wochen lang. Dazu bekommen Sie kostenlose Broker, kostenlose Schulung und Sie werden auch monatlich 20-30% Rendite erwirtschaften. Folgen Sie mir bis hier, Schaukelpimmel. Welchen Vornamen wollen Sie sprechen? Bitte? Welchen Vornamen Sie haben wollen, also... Ich habe doch Ihnen gerade gesagt. Ich habe nur Herr Schaukelpimmel verstanden, das bin ich schon, aber vielleicht wollen Sie ja wen anders. Karl. Was? Hier habe ich Karl. Ach, dann meinen Sie meinen Sohn, weil ich verstehe nämlich überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Ich hole mal meinen Sohn ans Telefon, ja? Okay. Ja, und auf den Sohn wollte die nette Tante dann wohl nicht mehr warten. Also ich weiß nicht, ob sie dann jetzt hier einfach wieder nichts verstanden hatte oder ob sie keine Lust mehr hatte, das ja, Gespräch nochmal von vorne zu wiederholen und alles nochmal durchzukauen. Aber naja, eins ist klar, alles, was sie hier gesagt hat, ist nichts anderes als Blödsinn, Lockerei und naja, was soll man damit? Die Betrüger locken gerne mit irgendwelchen fadenscheinigen, ja, Bonussen, Bonus, Boni, wie auch immer, ist ja auch egal. Aber ja, einfach nur Wahnsinn. Was habe ich davon? Tja, die Betrüger wollen euch mit Geld locken. Ist ja klar. Also, die Betrüger versprechen euch beispielsweise 50% oder 100% von dem, was man eingezahlt hat. Also beispielsweise, ihr zahlt 250 Euro ein und bekommt dann dafür einfach 500 auf euer Konto. Oder ihr zahlt 500 ein und bekommt direkt 1000 Euro auf euer Konto. Ja, die stehen dann da auch auf der Webseite. Allerdings, naja, ist es Betrug. Man eröffnet euch ein Demokonto und das Geld, das ist schon lange an die Seite geschafft. Das heißt, man hat keinen effektiven Zugriff mehr darauf. Ihr könnt da so viel auf Abbuchen drücken, wie ihr wollt. Das Geld wird auf keinen Fall in eure Richtung zurückfließen. Denn das Ganze ist nichts anderes als eine Geldeinbahnstraße. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Steinsteiger. Bruno Petrov am Telefon. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Ich rufe Sie an von finanzen100.de und ich möchte mit Ihnen nur die Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Aha, was denn? Und
das Signal, das wir Ihnen heute präsentieren wollen, ist auf Palladium. Und ich bin mir sicher, Sie haben mindestens etwas darüber gehört, oder? Nö. Palladium gehört zur Familie der Edelmetall. Und ich, das teuerste davon Edelmetall sind Spezifikmetall, die entweder alles in Petitionen benutzen werden können, zum Gold und so zum Beispiel. Hallo? Aha. Haben Sie schon Erfahrung mit Onlinehandel, Herr Steinfeger? Nee. Sie haben nie gemacht? Nee. Haben Sie früh eine Investition gemacht? Nee. Onlinehandel? Nee. Und sagen Sie mir, wieso haben Sie bis keine Erfahrung gemacht? Haben Sie keine guten Informationen oder Sie haben noch nicht die richtige Firma gefunden? Ja, haben ja nur Betrüger angerufen. Wie bitte? Ich sage, haben ja nur Betrüger angerufen. Dieser Anruf, den Sie bekommen, ist von einer lizenzierten und regulierten Firma. Und deswegen lassen Sie mich besser informieren. Aha. Erstens, verstehen Sie mir nicht falsch. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie mit uns arbeiten sollen. Ich sage erstmal, kommen Sie und schauen Sie, wer wir sind, was wir machen, was wir anbieten, unser Geschäftsplan, Idee und Strategie. Und dann am Ende ist ganz Ihre Entscheidung, ob es gefällt Ihnen unsere Arbeit. Aha. Okay, Herr Steinfeger. Mhm. Arbeiten Sie schon? Was für ein Ding? Oder was sind Sie von Beruf? Sag ich Ihnen doch nicht. Wie bitte? Ja, das sage ich Ihnen doch nicht. Arbeiten Sie oder nicht? Weil ich höre ein bisschen schlecht. Ja, merke ich. Ganz genau. Wenn man es dann, nicht weiter weiß, dann legt man einfach auf. Man kennt es ja irgendwie tatsächlich nicht anders von den Betrügern. Selten sind sie nett und auflegen können sie alle ganz gut, wenn sie nicht mehr wissen, was sie eigentlich genau antworten sollen. Ich gehe mal davon aus, dass der Typ hier einfach wieder vollkommen überfordert war und der deutschen Sprache, nur des Skriptes mächtig ist. Das heißt, er kann halt nichts anderes als abzulesen von seinem Zettel und sobald man irgendwie von dem Skript in irgendeine Richtung, anderweitig abweicht, hat sich das Gespräch dann schon direkt erledigt. Hallo, guten Tag, Herr Steinfeger. Ja, was denn? Isabella Böck, mein Name, ich grüße Sie. Aha. Also ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma, die eng mit dem Finanzamt arbeitet, um Leute zu helfen, die sich im Finanzmarkt die Finger verbrannt haben. Ich verstehe, dass das für mich für Sie ein unangenehmes Thema ist, aber ich hoffe, Ihnen helfen zu können mit meiner Einsicht und die Informationen, die ich mit Ihnen teilen will. Warum sollte das für mich unangenehm sein? Hallo? Tja, ich glaube, diese nette Dame, die war hier einfach von Anfang an schon direkt mit den Fragen überfordert. Ich weiß es nicht, ob die da mittlerweile in den Callcenter darauf geschult werden, dass der Kunde keine Frage stellen darf, weil grundsätzlich, ist da halt das Problem mit der Sprachbarriere. Aber ist ja auch logisch. Nun stellt euch vor, ich müsste hier den YouTube-Kanal irgendwie auf Türkisch machen. Ich könnte wahrscheinlich nicht mal wirklich ablesen, was da auf dem Zettel steht. Ja, aber wie soll ich denn dann verstehen, was der türkische Kunde von mir will? Ist doch einfach nur Wahnsinn. Aber so arbeiten die Callcenter. Die setzen da einfach irgendwelche Leute hin, die vielleicht drei Wörter irgendwie schon mal Deutsch gelernt haben oder Deutsch konnten oder vielleicht mal irgendwann in Deutschland gewohnt haben. Ja, und dann lesen die einfach ihr Skript da vom Zettel ab. Und das war's. Und sobald man Fragen stellt und in irgendeine andere Richtung abwandert, ist das Gespräch eigentlich beendet. Und die meisten Betrüger, die legen dann einfach auf und reden dann nicht mehr weiter. Ja, ist einfach eine Paniksituation oder Überforderung, weil die Betrüger einfach nicht mehr weiter wissen. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, was denn? Ja, sprich mit Philipp. Philipp vom Telefon, ja. Hallo, Philipp. Wie geht's denn? Alles gut bei Ihnen? Was soll die Frage? Ich kenne Sie ja gar nicht. Also, Philipp. Sie sind doch der Herr Philipp, oder nicht? Ja. Okay, Sie haben sich bei uns registriert, ja? Weiß ich nicht, bei wem denn? Sie haben ja noch nicht gesagt, wo.
melde mich von Bitcoin-System. Und wie ist Ihr Name? Kleinen Moment, ich werde es jetzt mit meinem Manager verbinden. Kleinen Moment. Der wird Sie weiterhelfen. Kleinen Moment. Ich brauche gar keine Hilfe. Halt, du Fichter, willst du wieder die Agenten verarschen? Haben Sie irgendwie eine Marke? Ja, du bist ein fixer YouTuber. Was für ein Ding? Verpiss dich. Sind Sie doof? Tschüss. Haben Sie irgendein Problem? Verpiss dich. Funktioniert bei Ihnen irgendwas nicht? Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem, aber Sie haben ein Problem. Nee. Im Hintergrund ist meine Stimme, ich höre. Du bist ein YouTuber, du Hurensohn. Du Hitlersohn. Aha, okay. Verpiss dich einfach. Haben Sie irgendwelche Beschwerden oder Probleme oder so? Weil irgendwas scheint ja bei Ihnen im Sie Kopf nicht Probleme. Ganz zu funktionieren. Sie haben Probleme, verpiss dich, du Hitlersohn. Du bist ein Hitlersohn. Ja? Du Hurensohn, verpiss dich, Alter. Aha, okay. Dann hören wir. Tja, also mal davon abgesehen, dass der erste Mitarbeiter mich ja an irgendeinen Manager weitergeben wollte. Also wenn das jetzt hier der Manager ist, dann weiß ich irgendwie nicht, was in diesem Callcenter komplett schief läuft. Denn ich glaube, kein Manager von irgendeinem Callcenter würde sich normalerweise so benehmen, wenn es ein seriöses Unternehmen ist. Höchstens haben wir hier mit dem Callcenter-Chef gesprochen, der auf die Zahlen achten muss und darüber ziemlich sauer ist, dass wir da irgendwie manchmal den ganzen Tag in so einem Callcenter in der Leitung hängen und alle Mitarbeiter schon mal irgendwie bei mir an der Leitung waren. Dann sind solche Gespräche dann hier auch gerne mal das Ergebnis, dass die Callcenter so richtig genervt sind und, naja, dann nicht mehr ganz so nett am Ende sind. Aber hier haben wir definitiv wieder den Beweis bekommen, dass das wohl kein seriöses Unternehmen sein kann und dass dieses Unternehmen definitiv zu den Betrügern gehören muss. Denn warum beleidigt man einfach so am Telefon? Ich meine, ich habe ihm ja gar keine Vorlage dafür gegeben. Da ist einfach der nächste Mitarbeiter rangegangen und der war, ja, von Anfang an direkt beleidigend. Tja, das wird dann wohl daran liegen, dass die Scambaiter mittlerweile ein bisschen Überhand genommen haben. Also zumindest was, also aus der Sicht der Betrüger, denke ich mal. Ich meine, ich finde es ja natürlich ganz gut, dass die Callcenter jeden Tag und den ganzen Tag irgendwie immer mal wieder einen Scambaiter dran haben und uns so gar nicht mehr loswerden. Aber naja, ihr könnt euch ja vorstellen, dass die Callcenter, die ja solche betrügerischen Maschen hier durchziehen, da nicht besonders erfreut drüber sind. Hallo, schönen guten Tag, ja. Herr Lips. Ja. Wunderbar, mein Name ist Marius Prokop. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Ja, hallo? Ja, hallo? Wunderbar. Lili mein Name Lips ist hier. Marius Prokop. Ja. Mein Name ist Lili Lips. Ich habe mich jetzt auf unsere Webseite angemeldet, auf der Materie zum Coach. Stimmt das? Ja. Wunderbar. Sagen Sie, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nein. Haben Sie keine Erfahrung, ja? Nein. Wunderbar. Warum? Frage, wozu suchen Sie das Geld? Warum ist das wunderbar? Sie haben keine Erfahrung, ich wollte jetzt alles erklären, ich weiß, dass ein Finanzmarkt und wie können Sie überhaupt diesen Bereich Geld verdienen? Und warum ist das wunderbar? Das ist nur eine Aussage, wunderbar. Ach so. Wir können einfach weitergehen in unserem Gespräch zu tätigen, damit Sie überhaupt besser verstehen können, wie können Sie in diesem Bereich Geld verdienen? Ja. Wunderbar, sagen bitte, haben Sie überhaupt welche finanzielle Ziele? Und zweitens, wozu brauchen Sie das Geld? Wozu ich das Geld brauche? No? Ich wollte mir einen neuen Dildo kaufen. Was wollen Sie, einen Dildo kaufen? Ja, einen neuen Dildo. Okay, wie viel Geld brauchen Sie dazu? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Mhm. Und haben Sie vielleicht welches finanzielle, Ziele, welche wollen Sie überhaupt mit diesem Bereich erledigen? Wenn Sie weiter mindestens 5.000 Euro pro Monat verdienen, ach, so dann viel? Werden Sie das Geld einfach ausgeben. Okay. Nun. Ja. Sagen Sie, wenn Sie weiter 5.000 Euro pro Monat verdienen, wofür werden Sie dieses Geld einfach ausgeben? Ja, kaufe ich mir doch mehr Dildos. Mhm, wunderbar. Also sagen Sie, wissen Sie das um den Finanzmarkt oder haben Sie überhaupt keine Ahnung vom Finanzmarkt? Nee, da habe ich keine Ahnung. Okay, Finanzmarkt, ich werde Sie jetzt ganz kurz erklären, was ein Finanzmarkt ist, wie können Sie da Geld verdienen, ja? Ja. Also Finanzmarkt ist eine Marke, wo können Sie Geld verdienen, bei welcher Weise? Zum Beispiel, Sie werden etwas billiger kaufen und teurer verkaufen. Das heißt, Sie werden immer mit dem Preisunterschied arbeiten, um Geld zu verdienen.
Okay. Wunderbar. Und sagen wir, was machen Sie jetzt parallel? Ich habe die Waschmaschine eingeschaltet. Okay. Sag bitte, wo arbeiten Sie? Welchen Bereich arbeiten Sie? Wo ich arbeite? No. Susis Swinger Club. Wo? Nochmal bitte, wo? Susis Swinger Club. Schön, Sie ein bisschen stehen. Ja. Können Sie jetzt mit dieser Arbeit jetzt überhaupt stoppen, damit Sie überhaupt sie ganz gut hören kann? Ja, ich bin doch gar nicht auf Arbeit. Ich habe die Wäsche gemacht. Sag, bei uns gibt es drei Möglichkeiten, der Handelskonto zu aktivieren. Mit 1000 Euro, 500 Euro und 250 Euro. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Kleiner Moment, ich muss mir kurz einen frischen Schlüpfer anziehen. So, der Schlippi sitzt. Sophie, war Ihre Frage? Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Bei uns gibt es drei Möglichkeiten. Mit 1000 Euro, 500 Euro und 250 Euro. Dann nehme ich 25 Euro. Ja, und da habe ich mal wieder nicht so gespurt, wie sich der Mitarbeiter im Callcenter das Ganze vorgestellt hat und nicht geantwortet, was er sich ja erhofft hat. Tja, wir haben ja gehört, 250, 500 oder 1000 und eigentlich soll man eher so in Richtung 1000 einzahlen. Und ich habe geantwortet, ich zahle 25 ein. Ja, und das hat dem Betrüger wohl nicht gefallen. Tja, und dann hat er einfach das Gespräch abgebrochen. Naja, macht ja jede seriöse Bank so. Wenn sie dann keinen Bock mehr auf den Kunden hat, dann drückt man einfach das rote Knöpfchen und das Ganze hat sich erledigt. Zurückrufen könnt ihr die Callcenter ja sowieso nicht, denn die Rufnummern, die sind gespooft, also gefälscht. Man legt einfach als Ausgangsrufnummer irgendeine ausgedachte Rufnummer drauf und im Display bei euch steht dann irgendwas anderes. Naja, manchmal funktioniert das Ganze und ihr kommt bei, was weiß ich, Harald Schmidt oder Tante Gerda irgendwo hinten rechts raus in Berlin. Ja, oder im besten Fall ist die Rufnummer einfach nur gar nicht erreichbar, mit der ihr angerufen wurdet. Ja, und aus diesem Grund können die Callcenter sich das natürlich auf jeden Fall auch leisten, einfach aufzulegen, weil die entscheiden ja, ob die nochmal mit euch sprechen oder nicht. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Herr lebt? Ja, Lilly lebt hier. Ja, Emilia Hart ist am Apparat. Ich rufe Sie von Money Analyzer bei Express Trade. Wie geht es Ihnen? Ganz schnuckelig. Wie bitte? Ganz schnuckelig. Super. Eine Sekunde bitte. Ja. Hallo? Guten Tag, hier ist Lilly Lips. Herr Lilly Lips. Ich bin Ihre Kontobetreuerin. Emilia Hart ist am Apparat, ja? Guten Tag. Okay, also meine Frage ist, haben Sie schon eine Erfahrung mit Onlinehandel? Oder erste Mal für Sie? Nein. Okay. Das ist kein Problem. Also, Herr Lilly-Lip, wie würden Ihr Konto aktivieren? Entweder mit Visa-Karte oder Mastercard. Ja. Also, welche Methode wählen Sie? Was denn? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Was hat man denn davon? Also, Herr Lilly. Hallo? Ja. Da war sie dann ganz schnell weg. Und wie ja üblich, ohne Verabschiedung. Ja, ich meine, die Begrüßung lassen sie ja auch schon teilweise weg, aber weiß ich nicht. Die machen es sich immer einfacher, die Betrüger. Hallo? Hallo? Ja? Warum haben Sie die dritte Konto geöffnet? Was meinen Sie? Oh, ich kann das auf meinem System sehen. Sie haben die dritte Konto ausgewählt, dritte Konto registriert. Warum? Was meinen Sie denn? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ah, okay, ich verstehe schon. Einen Moment. Ich nicht. Hast du Grippe? Was? Haben Sie Grippe? Nein. Ah, oh, Ihre Nase läuft? Nein. Ja, nee. Also Sie sprechen wie ein Krüppel. Sind Sie arbeitslos? Nein. Oh,
Das ist sehr interessant. Ich denke, dass Sie sind arbeitslos. Nein. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Was möchten Sie denn? Rufen Sie vom Arbeitsamt an. Ja. Also, das wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ja, für was? Dass Sie rufen doch bei mir an und sagen ja nicht, was Sie möchten. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Also, ich denke, dass Sie sind eine Grippe. Sie haben Grippe. Nee. Ja. Nein. Ihre Nase ist verstopft. Nein. Ja. Oder... Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ja, also Sie sind neu auf meiner Liste und wir sind ein Online-Handelsplattform. Ja. Mhm. Stimmt, da hat der Mann angerufen, aber der hat dann einfach aufgelegt und hat nicht weitergemacht. Weil Sie haben die dritte Konto registriert, ja? Weil die Leute immer einfach auflegen. Also Lillilips 1, Lillilips 2, Lillilips 3. Dafür kann ich ja nichts. Ich habe mich neu angemeldet, weil die einfach auflegen. Also Sie sind neu. Ich ja. kann das sehen. Ja. Ja? Was möchten Sie genau? Was wünschen Sie davon? Was wünschen Sie von dieser Plattform? Na, ich wollte gerne einzahlen, aber mir sagt keiner wie. Wie? Ja. Wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Wie meinen Sie das? Entweder mit Visa-Card oder mit Mastercard. Ach so. Ja, da nehme ich eine Visa-Karte. Okay, ich verstehe schon. Ich habe Ihnen einen Link geschickt. Können Sie das klicken? Wo haben Sie den denn geschickt? Ich habe an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Aber eine E-Mail-Adresse? Da gucke ich gerne mal rein. Ich mache mir das mal auf, einen Moment. Gucken Sie sofort. Ja, ich gucke da gerade rein, Moment. Von wem ist denn die E-Mail? Also Sie werden das mir sehen. Also, was sehen Sie gerade auf der E-Mail? Was da alles drinsteht? Also, haben Sie ein neues E-Mail bekommen? Ich bekomme hier viele E-Mails. Also, die letzte E-Mail ist hier mit, dass der Betreff heiße Schnitten. Aber das mag keine heißen Schnitten. No. Also, bitte lügen Sie mich nicht, okay? Mach ich ja nicht. Ich sag, was da gerade gekommen ist. Sie haben ja gefragt. Sie lügen? Nee. Bitte lügen Sie mich nicht. Nein, mache ich aber ja Sie nicht. Sie haben die vierte Konto registriert. Ja, das mache ich aber nicht. Haben Sie getrunken? Haben Sie etwas getrunken? Ich habe hier neben mir einen Kaffee stehen. Soll ich Ihnen auch einen Kaffee zubereiten? Kaffee, ja, ich denke, das Kaffee macht ein bisschen Kopf für Ihnen. Ach, weil so. Sie sind ein bisschen, ja. Ja. Das ist sehr unlogisch. Unlogisch? Sie sollen ein bisschen logisch sein. Oder ja. Sie haben keine Arbeit, oder Sie sind arbeitslos. Ich kann das sehen, ja? Ja. Also sind Sie doch vom Arbeitsamt? Oder? Das interessiert Sie nicht. Nee. Mhm. Und warum rufen Sie denn an? Das interessiert sich nicht. Wenn Sie interessiert mit Online-Handeln, Sie können das ja. weitermachen. Ja. Wenn nicht, okay. Bitte stören Sie mich nicht mehr auf. Und bitte stören ja. Sie nicht mit meiner anderen Kunden an. Ja. Seien Sie ein bisschen seriös. Ja, bin ich doch. Wie kann ich denn behilflich sein? Tja, dann haben wir, glaube ich, ein kleines bisschen übertrieben und die Mitarbeiterin hatte keine Lust mehr. Aber naja, wie immer, es wird einfach aufgelegt und sich nicht wirklich verabschiedet von den potenziellen Opfern, naja, weil Kunden sind es ja nicht, die sie da anrufen, weil letztendlich, es bleibt Betrug, was sie da am Telefon machen. Auch wenn die Mitarbeiter hier, weiß ich nicht, die war ja noch halbwegs höflich, bis auf, dass sie einfach aufgelegt hat und, naja, sie hat ja nicht interessiert, was der Kunde eigentlich wollte. Eigentlich geht es ja nur darum, um einzahlen, dass man da seine 250 Euro auflädt und dann irgendein Demo-Konto bekommt. Im besten Fall, tja, rufen sie euch nochmal an und wollen noch ein bisschen mehr Geld haben. Und im schlechtesten Fall zahlt man dann da tatsächlich noch mehr Geld ein. In der Regel melden die sich aber nach der Einzahlung einfach nie wieder bei euch. Hallo? Ja, guten Tag. Ich grüße Sie bitte. Ich wollte mit Lillilips reden. Bitte, wer ist das? Ist der Barbara. Ich grüße Sie bitte. Ich bin Natalie Reif. Melde mich von der Online. So, bitte? Danke. Spreche ich mit, ich wollte mit Lillilips reden, Sie sind diese Person. Ja.
So, hier lebt. Ich bin Natalie Reis mit dem von der Online-Handelsplattform. Gerade habe ich die Anmeldung bei uns gemacht, so auf unserer Werbungsseite. Ja. Wo ich Investing Bitcoin meine. Ist das korrekt, ja? Ja. So, hier lebt. Ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin und ich erkläre Ihnen die weitere Schritte sehr gerne. Haben Sie schon Erfahrung in dieser Richtung oder das ist neue Sache für Sie? Das ist ganz neu für mich. Okay, dann ich erkläre Ihnen, welche Dienstleistungen bekommen Sie von unserer Seite, ja? Ja. Was ist interessant für Sie? Herr Lips, wollen Sie Handelsprodukte allein shoppen oder mit dem Roboter, mit dem Programm? Was ist denn da besser? Wie bitte? Was ist denn da besser? Wenn Sie keine Erfahrung haben, ja. Sie, für Sie besser wird, wenn Sie mit dieser Software handeln. Ja, Kelly. Dann machen wir das so. Und was ist Ihre Vorstellung? Okay. Was ist Ihre Vorstellung? Wie viel wollen Sie bei uns investieren? Minimale Summe ist 250 Euro. Ja. Wie viel wollen Sie dann investieren? 250 Euro, oder? Ja. Ja, gucke. Da will man schon bei der netten Tante Geld einzahlen und dann legt sie einfach auf, so wie alle anderen Betrüger. Irgendwie haben die das alle echt gemeinsam. Einfach das Gespräch zu beenden, ohne irgendwie eine Vorwarnung zu geben. Aber gut, ist ja nicht schlimm, reicht auf jeden Fall noch für eine Schnibbelparty. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ja, schreibt noch ein bisschen was in die Kommentare. Am besten mit Zeitstempel, damit ich weiß, welche Stelle in dem Video ihr meint. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht jetzt hier noch eine kleine Playlist mit noch mehr Möglichkeiten, eure Aufmerksamkeit zu schenken. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.